So, ich bin im dritten Sektor und mache jetzt hier meinen ersten Sprung. Mal schauen, wie gefährlich die Gegend so wird. Was haben wir denn? Gehen wir mal oben lang, obwohl, ne. Also ich hätte die Wahl. Entschuldigung, ob ich jetzt hier leicht, schwer, schwer, schwer oder eben schwer, leicht, schwer, schwer habe. Fangen wir mal mit leicht an. Vielleicht können wir noch ein bisschen Ressourcen einsammeln in dem Gebiet. Sorry, ich muss mal kurz das Mic ein bisschen bewegen. Oh. Na, wo ist jetzt die Vertonung? Vor uns verlässt ein schwerer kolonialer Jäger den Hyperraum. Danke für die Warnung. Er hat einen Sprungstörsender. Das ist nicht gut. Oh, ist das ein Zwischenboss? Wer hätte gedacht, dass Outlaws so gute Informanten abgeben? Aber sie hatten recht. Du lebst noch. Ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Was du getan hast, war überflüssig. Alles zu zerstören. Wie konntest du nur? Nach all der Mühe, die wir in unsere Pläne investiert haben. Du hast mich verraten. Hey, ich glaube, du bist bei mir falsch. Ich will keinen Ärger haben. Spiel nicht den Unschuldigen. Ich tue es ungern, aber ich kann dich damit nicht davonkommen lassen, Adam. Adam? Moment. Ich hab dich schon einmal gesehen. Du heißt Seth. Wofür hältst du mich? Spar dir den Quatsch mit dem Gedächtnisverlust. Jetzt wird abgerechnet. Dieser Seth. Ich erinnere mich düster an ihn. Wir waren Freunde, oder? Warum hat er versucht, mich zu töten? Es ist natürlich nicht überraschend, dass die meisten Leute dich töten wollen. Aber der hier war eher gesprächig. Gesprächig? Er hat mir irgendetwas vorgeworfen, woran ich mich nicht erinnere. Was habe ich getan? Wer bin ich? Verdammt! Adam, das ist noch nicht vorbei! Das war vielleicht eine seltsame Begegnung. Ja, vor allem, es war eine Begegnung, die mich ganz schön viel Raketen gekostet hat. Nur noch 3 leichte Raketen an Bord. Und das hat auch ein bisschen die Hülle beschädigt, glaube ich. Aber nicht so wahnsinnig doll. Ja, also so die Story-Elemente, das hält sich noch arg in Grenzen. Das Mysterium, was es da wohl geht. Wer weiß, wie doll sich das noch ausbaut. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt Wunderwerke erwarten. Das ist ja alles recht pragmatisch gemacht. Aber es muss ja auch irgendwie ein bisschen funktionieren mit dem Zufallscharakter des Spiels. Also dass solche Begegnungen halt dann einfach immer mal reingestreut werden an bestimmten Stellen. Weil er bestimmte Fortschritte gemacht hat. Ressourcen, brauche ich was davon? Sag mal her. Nee, ich bräuchte Nanos. Nanos, Nanos, Nanos. Da ist noch ein bisschen Erz. Erz. Die trauen sich hier genau in die Blitzregionen rein. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee von euch, Leute. Aber da ist auch, was ist da? Energiezellen. Ach, nee. Das ist ein Elitejäger mit einer Drohne. Nee. Jetzt sind wir mal halbwegs weit gekommen. Jetzt ziehen wir hier lieber weiter. Obwohl das noch das einfache Gebiet war. Jetzt wird es wahrscheinlich happig im nächsten. Und ich habe nicht viel Treibstoff. Shit. Na gut, Freunde. Jetzt wird es nochmal spannend. Oh. Sie kamen in Cluster 34 an, in einen Kessel voller Höllenfeuer, ein Krieg von noch nie dagewesener Intensität. Seth Nobu war ein verdammt guter Pilot, verdiente sich schnell Auszeichnungen. Adam Roslin war auf demselben Träger und klonte neue Truppen für die Front. Der Krieg war verheerend für beide Seiten. Aber zum Glück nur kurz. Ein Waffenstillstand zwang die Flotte zum Rückzug, einige wollten aber bleiben wegen Kriegsbeute und neuen Möglichkeiten. Seth Nobu zählte dazu. Adam Roslin reiste mit der Flotte ab, gemäß den Friedensbedingungen wurde sein Klonprogramm aufgelöst.
Das ist hier übrigens, falls ihr euch wundert, das ist hier eine freigeschaltete... Dieser Seth Nobu, er war ein Freund. Dann kannst du ihn nächstes Mal vielleicht überzeugen, nicht auf uns zu schießen. Wenn ich nur wüsste, was mein Original verbrochen hat, dass er so wütend ist. Was meint er mit Verrat? Offenbar musst du Adam Roslins Vergangenheit erforschen, um Antworten zu finden. Ich muss nur die Puzzleteile zusammensetzen. Scheiße. Rein in den Sektor und sofort den massivsten Ärger hier. Das will ich eigentlich nicht. Ne, was soll ich gerade noch sagen? Ja genau, also das ist hier eine freigeschaltete Version und ich nehme das gerade noch alles ein paar Tage vor dem Release auf. Also tippe ich mal, dass diese ganzen Sachen, die jetzt hier noch nicht funktionieren, wie manche Sprachausgaben und so, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass die noch nicht komplett fertig gepatcht ist und das wahrscheinlich noch nachgereicht wird, aber ausstrahlen kann ich es halt erst jetzt nach dem Release von Version 1.0, also das sollte man an der Stelle dann vielleicht wissen. Scheiße. Zwei von den Elite-Einheiten und ein Jäger, MK2. Sogar jede Menge davon. Verbundstoffe liegen da hinten. UK-Schilddrohne. Shit. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen wirklich anlegen will. Ich meine, wenn ich einen irgendwie vor die Nase bekommen würde, das wäre natürlich cool. Aber die ganze Truppe ist halt ein Problem. Ich möchte gerne die Verbundstoffe haben. Ah, meine Sensoren sind gestört. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch hier in dem Sektor nicht, dass ich nichts richtig aufdecke. Da hinten sind noch Wracks von größeren Schiffen. Meine Fensterscheibe ist auch ein bisschen beschädigt. Die fliegen um die Wracks da hinten rum. Ah, da hinten ist noch ein kaputtes Wrack. Vielleicht habe ich Glück. Ah, hier ist ein Relais. Das sind aber schon die, die weit weg sind. Oh, nee. Sind dann die Sensoren auch gar nicht mehr gestört. Mit ein bisschen Glück. Zack. Und da ist auch schon ein Container. Na, gut versteckt. Haha, also okay. Den hätte man ja auf keinen Fall gesehen, wenn er nicht hier markiert worden wäre. Schild, nee, habe ich ja schon verbessert. Dann recyceln wir den aber wenigstens. So, jetzt gucken wir, da hinten ist noch ein Container. Da sind zwei und da sind die ganzen Elite-Schiffe, oder? Nee, da ist ein Reparaturschiff. Oder zumindest von irgendwas von GB. Da vorne ist Treibstoff, den brauchen wir auf jeden Fall. So, bleiben wir schön weit weg von den Elite-Jägern. Im besten Fall legen die sich mit den GB-Schiffen an. Das wäre natürlich ideal. So. Hier mit den Containern. Da sind Plasma-Torpedos. Das bräuchte ich aber, die bräuchte ich eher für Korvetten oder sowas in der Richtung. In der Größenordnung. Die sollen sich mal denen da hinten anlegen. Oder kämpfen die schon miteinander? Oder sind das... Ah, ist nur ein Wrack. Das ist nur ein Wrack, verdammte Scheiße. Zack. Die Torpedo ist ungelenkt. Brauche ich mit Jägern gar nicht erst anfangen. Die können da nichts ausrichten. Ah, hier ist extrahierbares Gas.
Shit, das wäre bestimmt ganz nützlich, was da so in dem Schiff drin ist. Das war's. Oh, jetzt sind sie aber irgendwie von den Elite-Schiffen weg. Ja, genau, weil sie mich verfolgen, danke. Ah ne, das ist doch ein vernünftiges Schiff. Das ist in Ordnung. Das heißt, hier kann ich mich reparieren lassen. Danke. Nehmen wir. Zack. Super. Zwei Elite-Schiffe. Sollte ich die angreifen oder sollte ich sie nicht angreifen? Ich würde sagen, ich greife sie nicht an und springe stattdessen aus dem Sektor. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Komm, 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 komm. Das Schlimme ist, es sind die alle schwere Sektoren. Oder zumindest mittelschwere. Wir sind noch nicht mal bei schwer angekommen. Verdammt. Ich habe immer noch die Waffen, die ich eigentlich nicht haben will. Na gut, das kann ich zumindest. Es ist wirklich schön hier. Pass auf, dass die Aussicht dich nicht von den Gefahren ablenkt. Sind wir unserem Ziel näher gekommen? Wir werden unser Ziel zu gegebener Zeit erreichen. Unser Fokus sollte jetzt darauf liegen, den Weg dorthin freizuräumen. Was kannst du mir über die Ocker erzählen? Eine Reptilienrasse, eigentlich friedfertig, zumindest bis die Kolonisten angekommen sind. Die vermeintliche Bedrohung hat eine existenzielle Panik unter ihnen ausgelöst. Ihre Heimatwelten liegen am westlichen Rand des Belted Great Clusters, aber ihre exakte Herkunft ist unbekannt. Habe ich dadurch jetzt alles aufgeklärt? Wie komme ich denn da jetzt rein? Der Trick, dass man den Eingang finden muss. Zugangscode. Ah, dafür braucht man dann solche Codes. Okay. So, was hatten wir ja schon mal. Special Tech Container. Special Tech. Kolonialer Geschützturm. Schildgeneratoren. Container. Eher weiter weg. Dann sammeln wir mal das Zeug ein. Ja, ich hatte schon mal einen so einen Code, aber habe ich natürlich verloren. Als ich gestorben bin, weil die Sachen verliert man natürlich. Schade. So, dann mein Händler. Könntest du zumindest mal schauen, was er hat. Das ist auch wieder eine Station, in die man rein kann, auch mit Schild geschützt. Zeig mal her. Gatling, schwere Rakete, Zeitverzerrer, was ist das? Verlangsamt einige Sekunden lang die Zeit, wobei dein Schiff, wobei dein eigenes Schiff von diesem Effekt ausgenommen ist. Ach, das ist ja geil. Das ist ja cool. Effekt dauert 10 Sekunden. Wie lange hält der? Ja. Mensch, wenn ich mehr Dings hätte, mehr Plätze dafür, erhöht die Sensorstärke des Schiffs um einen kleinen Prozentsatz. 40% mehr Sensoren sind doch gar nicht schlecht. Also wenn ich die jetzt hier... Ja, das wird schon noch interessant werden, wenn wir mehr ausrüsten können. Was ist denn da hinten so? MK2. Da sind Erze. Da sind Verbundstoffe, aber die sind dummerweise in dem Feld drin. Da wage ich mich nicht rein.
Gegen so Einzelne ist immer kein Problem. Gruppen sind schwierig. Shit, vor allem, ich brauche mehr Treibstoff. Hatte der Händler nicht gerade Treibstoff? Ich habe auch ehrlich gesagt, obwohl der Run jetzt schon verhältnismäßig lang geht, noch nicht viele Credits bekommen. Ich bin immer noch unter 8000. Na gut, ich habe jetzt auch ein bisschen was ausgegeben, aber trotzdem. Ist jetzt nicht so, als würde man, nur weil man verhältnismäßig weit kommt, auch dann schon steinreich werden. No, no, no. Treibstoff ist voll. Tja. In das Gebiet brauche ich mich nicht reinzutrauen ohne gute Schilde. Aber ich würde trotzdem mal gerne an den Felsen da vorne schauen, was da so los ist. Ja, guck mal, das Schiff wirft bis da hinten tatsächlich einen Schatten. Not bad. Scheint die Outlaws da hinten aber nicht zu interessieren. Da ist noch ein Wrack. Zweifelsfall. Also Points of Interest irgendwie setzen könnte, das wäre auch ganz cool. Tja, jetzt ist hier dummerweise nichts drin. Schnell. Noch 10 Sekunden. Ich fliege genau in ihm rein, wenn ich keine Power mehr habe. Machen wir es so. Minenfeld, das heißt, mit ein bisschen Glück ist hier auch irgendwas zum Finden, zum Entdecken. Sensoren macht was. Nee, ist nix. Shit. Na gut, springen wir mal raus. Ich weiß, du genießt die Aussicht, aber wir sollten lieber zur Tat schreiten. Also es sieht immer sehr hübsch aus von der Umgebung, aber irgendwie... Das ist eine ehemalige Koloniestation, die nach dem Krieg mit den Ocker als Wrack aufgegeben wurde. Finde ich da drin irgendwas Interessantes? Möglicherweise. Meine Scanner weisen jedoch darauf hin, dass einige Systeme noch online sind, darunter auch die Sicherheitssysteme. Ich hab's gewusst. Es gibt eben nichts geschenkt. Toll, Altmetall. Ah ne, hier ist noch was. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Mir fehlt ein bisschen... mir fehlen so ein bisschen so etwas spektakulärere Umgebungen. Also, dass es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen cooler aussieht. So, das ist jetzt Höhlenschein 4, Schildschein. Ne, dadurch, dass das Ding ja nicht hochgepusht ist. Streuen-Mod. Nee, das recyceln wir. Jetzt, wenn wir schon mal unsere eigene Waffe hier so hoch gepusht haben,
Dann brauchen wir das Ding nicht. Ja, also, wie gesagt, sieht echt immer ganz, ganz cool aus so, aber so richtig markante Umgebung, es fehlt so ein bisschen. Sind immer so ein bisschen, ja, hier Meteoriten und tralala. Was ist das denn? Ein Drohnenträger? Ja, mit Kopplungsdrohnen. Konzentriere dich auf sie, bevor du dich dem Träger bist. Sollte ich den echt mal angreifen? Ich meine, kann es ja mal versuchen. Reparieren kann ich nicht. Machen aber nicht wahnsinnig viel Schaden, oder? Nicht überschaubar alles. Er hat jetzt aber nicht unendlich viele von den Drohnen. Okay. Na, war's das? Ah ja, jetzt hat er seine Schilde verloren. Oh, nö, oder? So, letzte Rakete rein da. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Drohnenüberbrückung. Tauschen wir mal aus. Zack. Kann man vielleicht gebrauchen. Zack. Und ein Blueprint. Sekunde. Neu bauen. Eine Streukanone kann ich. Na, Streukanone will keiner. Die Gatling kann ich nicht mehr hochpushen. Ich kann den Schildgenerator noch upgraden. Kapazitätsmod 3. Keine Ahnung, warum da ein Stern dran ist. Die nehmen wir jetzt einfach mit rein. Zack. Modlimit erreicht. Auch schade. So. Und den Pulslaser noch hochpushen. Ich meine, man könnte theoretisch den hochpushen um die. Ah, nee. Was kann ich denn da. Oh, da kann ich jetzt mal eine ganze Menge machen. Okay, Höhlenschaden hoch, Schildschaden hoch. Zeig mal her. Das Ding hat gerade 26 Höhlenschaden. Und das hat 80 Höhlenschaden. Hm. Die anderen Sachen sind nicht so geil. Zeig mal her. Also ich könnte mehr Schildschaden. Dann hätten wir... wäre das halt voll die Schildwaffe. Ah, die andere Waffe ist auch verhältnismäßig. Schildwaffen stark. Geschwindigkeit erhöht. Energieverbrauch allerdings auch hoch. Feuerrate hoch. Machen wir mal Feuerrate hoch, oder? Zack, zack. So. Was können wir denn hier neu bauen? Hier können wir bauen Waffenboost, Energiekernerweiterung. Ja, aber ohne die... Dinge wieder reinpacken können, das ist eher ein bisschen schwierig. Und hier können wir neu bauen, leichte Rakete. Oder Plasmatorpedos. Na, wir können erstmal schauen, ob man die Plasmatorpedos für irgendwas gebrauchen kann.
Drohnenüberbrückung. Das heißt, wir können das hier zweimal benutzen. So, ist noch was in der Nähe? Ne, haben wir alles eingesammelt. Okay. Jetzt sind wir schon wieder am Ende von dem Gebiet. Gucken wir mal kurz da hinten noch hin. Der Vorteil von dem Ding ist halt, es feuert sofort, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Also, der macht Hüllenschaden 32 und Schildschaden 99. Und der macht 53 und 80 Hüllenschaden. Ja, der Wechsel zwischen beiden wäre für manche Ziele schon gar nicht unbedingt schlecht. So, düsen wir mal hier ein bisschen rum. Vielleicht haben wir einfach Glück. Kommen nah genug an irgendwas ran. What the fuck? Was ist das denn? Die nehme ich doch gerne. Zack, rein damit. Haben die hier eine Basis oder haben die nur vereinzelt Geschütze aufgestellt? Okay, da ist mindestens noch eins. Wenn ich mal den Störsender finden würde, oder zumindest das Relay für das Gebiet, dann wäre ich schon mal ein ganz Eckchen happier. Aber ich glaube, wir müssen hier rausspringen. Das war auf jeden Fall noch ein Container. Ah, adaptive Panzerung, Bauplan sogar. Und ich glaube, die Baupläne behalte ich. Verliere ich nicht. Bei mir fährt heute aus irgendeinem Grund ständig die Feuerwehr vorbei. Na gut, aus irgendeinem Grund wahrscheinlich nicht, sondern weil irgendwo ein Feuer ist oder irgendein Notfall. Aber auffällig oft. Komm schon. Danke. So, noch irgendwo was? Hier war doch die adaptive Panzerung noch irgendwo. Oder habe ich die gerade schon eingesammelt? Ah ne, das waren die Baupläne. Den habe ich eingesammelt. Oder? Schauen wir mal kurz. Ja. Okay, dann glaube ich, so viel mit den gestörten Sensoren kommen wir hier eh nicht weit. So viel ist dann hier gar nicht. Was war das? Das sieht mir arg nach einer feindlichen Basis aus. Oh ja. Zeig mal her, hast du ein Relay hier irgendwo drin? Ah, hier haben wir drin. So. Neue Kanone, Gauss-Kanone. Für Abfangjäger mittels einer Batterie aus Elektromagneten beschleunigt die Gauss-Kanone ferromagnetische Projektile auf gewaltige Geschwindigkeit. Das könnte so eine Art Scharfschützenwaffe sein, oder? Reichweite 2500. Soll ich mal den... Tauschen können wir ja mal. So, jetzt lassen wir die mal aus. Okay, sorry, das ist zu geil. Das ist zu geil. Tut mir leid. Das will ich jetzt. Also, das hat Hälfte ungefähr. Hüllenschaden 10, Schildschaden 11, Feuerrate, da. Schauen wir doch mal, was wir da upgraden können. Ist das irgendwie, dass das besonders geeignet für die ist? Oder warum sind die so hinterlegt, die Sterne? Sollen wir die Feuerrate noch höher machen? Ich glaube eher, die ist schon hoch genug. Aber Schildrate ein bisschen hoch. Ah, mehr können wir da gar nicht bauen. Höhlenschaden, brauchen wir ein bisschen mehr Kristalle. Okay. Oh, this I like. I like.
Na, dann würde ich auch mal sagen, ist doch ein guter Punkt, um zu sagen, hey, ouch. Kopf gestoßen. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit einer hübschen neuen Waffe. Damit spielt man noch gerne ein bisschen rum. Oh, hier ist sogar noch ein Container. Oder sind das nur die Überreste von denen da hinten? Ah, nee, das ist der offene Container. Das sind die zwei offenen. Ja, dann geht's in der nächsten Folge in den nächsten Sektor. Sektor 4, soweit waren wir noch nie. Cool. Also, bis denn. Tschüss.